Hallo, hier ist Clara. Wir stricken heute ein sommerliches Lochmuster. Ein ganz einfaches Muster. Zweiseitig ist das Muster und ehrlich gesagt, die Rückreihe gefällt mir besser als die Hinreihe. Also Sie können beide Seiten ganz gut, also als rechte Seite nutzen. Dazu, das war die Stricknadel Nummer 3 und in der Garn in 50 Gramm 115 Meter. Dann habe ich Baumwolle genommen, das ist Glanzbearbeitung, und habe auch ein Stück gestrickt, nur mit Nadelstärke 4. Mit Nadelstärke 4. Das ist die rechte Seite und so sieht die Rückreihe aus. Ehrlich gesagt, der gefällt mir besser. Der ist viel zu, ich weiß es nicht, nicht so übersichtlich wie hier die Reihe mit den dünnen Faden. Das ist die Rückreihe von beiden. Maschenzahl teilbar durch 2. Und in die Höhe sind das 2 Reihen. Und dann versetzen wir das Muster und kommen noch 2 Reihen dazu. Die Reihenfolge ändert sich nur. Am Anfang habe ich 2 Reihen nur rechte Maschen gestrickt, Hin- und Rückreihe. Hier können Sie auch Bündchen stricken und alles Mögliche. Und jetzt fangen wir schon mal auch an. Das ist die rechte Seite. Ich habe hier 22 Maschen. Rechte Seite. Randmasche abheben. Dann stricken wir eine Masche links. Dann kommt die nächste Masche. Wir heben die ab. Und mit der linken Nadel gehen wir von hinten eine tiefer von der abgehobenen, eine tiefer. Setzen die auf die linke Nadel und mit der gleichen Nadel stricken wir die zusammen rechts ab. Und dann haben wir hier 2 Maschen statt eine. Das ist der Rapport. Wir wiederholen. Eine Masche links. Nächste Masche abheben. Mit der linken Nadel von hinten gehen wir rein, eine tiefer bei der gleichen Masche. Hier sieht das aus, als wir 2 haben. Das sieht nur so aus. So, wir haben die hochgehoben und dann stricken wir mit der Nadel die von hinten rechts ab. Und dann haben wir statt eine 2 Maschen. Und so stricken wir weiter. Bitte zugucken einfach. Von hinten tiefer. Am Anfang wird es vielleicht nicht so bequem sein, diese Manipulation zu machen, aber in der Zeit gewöhnen Sie sich und es einfach. Also nochmal abheben. Die linke kommt von hinten eine tiefer bei der gleichen Masche. Und die bleiben an der linken Nadel und die stricken wir rechts ab. So, jetzt einfach zugucken. Und so bitte weiter. Wir sind an der vorletzten Masche. Abheben. Genauso nach eine tiefer
und die rechts abstricken, ist am Anfang nicht so bequem. Und die Randmasche links, das war die Reihe 1. Wir wenden, wir sind in der Reihe 2. Randmasche abheben, dann sehen wir hier die doppelte Masche, die stricken wir von vorne rechts ab. Und dann ist die einzelne Masche. Ich erkenne so hier das hintere Teil von der Masche liegt hier vorne. Das heißt, ich stricke die von hinten ab. Die Stricken liegen hier von hier oben also drauf, dass man die von vorne abstricken soll. Also das mache ich ja nach Gefühl, nach Erfahrung. Sie können die so abstricken, wie Sie für richtig halten. Also die doppelte von vorne rechts, die einzelne von hinten rechts. Wenn Sie so stricken wie ich und wenn Sie anders stricken, dann müssen Sie sehen, dass Sie das einfach richtig abstricken. So die ganze Reihe rechts, bitte. Wir sind in der Reihe 3 und das ist die Rückreihe. Und jetzt machen wir das Gleiche, nur die Reihenfolge ändert sich. Wir heben die Randmasche ab. Hier ist noch ein Merkmal. Ich gucke nicht nach. Oder ja, ich zähle nicht nach. Ich kann es so sehen. Hier sehen Sie, hier ist nur einzelne hier querliegende Faden. Das heißt, den müssen wir verdoppeln. Und hier sind zwei querliegende Faden. Das heißt, den stricken wir links ab. Und wenn wir Reihe nach stricken, dann ist es so, dass in der Reihe 1 haben wir erste links und dann abheben, verdoppeln. Und in der Reihe 3 versetzen wir. Wir heben erstmal die Masche ab, dann verdoppeln wir die, so wie ich schon gezeigt habe, von unten, die rechts abstricken. Und die nächste Masche, die hier zwei Fäden hier hat, die stricken wir links ab. Und so wiederholen wir, abheben mit der linken Nadel hoch und rechts abstricken. Die nächste links. Abheben mit der Nadel von hinten und rechts abstricken und eine links. Und so bitte die Reihe zu Ende stricken. Und so die vorletzte Masche, dann ist es selbstverständlich, dass Sie nur links gestrickt ist, weil vorher war sie verdoppelt. Und das war die Reihe 3. Wir wenden. Wir sind in der Reihe 4. Und wir machen das Gleiche. Wir stricken alle Maschen rechts, die einzelne und die verdoppelte zusammen. Also die einzelne stricke ich von hinten rechts, die verdoppelte von vorne. Ich wiederholen, das ist der Rapport. Einzelne, die doppelte von vorne. Und so bitte die Reihe zu Ende stricken. War da ein Fehler? Da, ja, da war ein Fehler. Also alle Maschen rechts, die doppelte und die einzelne, bitte. Und so sind wir fertig mit dem Rapport. Reihe 1 bis 4 stets wiederholen. Ja, und nochmal die zwei Beispiele. Das ist aus Baumwolle, glänzende Bearbeitung. Und das ist eine Mischung, Polyacryl, glaube ich. Und so sieht das aus. Ein schönes Muster. So, mit dem Bus, das Muster haben wir fertig. Viel Spaß beim Nachmachen. Und ich möchte euch zeigen, ein Projekt, wo ich noch dabei bin und ein bisschen größeres Projekt, da wo man die Reste so anwenden kann und die auch nicht schlecht aussehen. So bin noch dabei, das ist der erste. Ja, schreiben Sie Bescheid, wenn jemand das interessiert, dass ich dann weiß, dass das Video gerne auf das Video gerne gewartet wird.
So, und an dieser Stelle sage ich vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.